Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt 6 Uhr. Ihr habt ja gesehen, da oben sieht man, wie die Sonne aufgeht. Wir haben strahlend blauer Himmel. Es ist jetzt Samstagmorgen. Und ja, heute gibt es richtig cooles Wetter. Und heute nehme ich euch mit auf die Trails. Ich bin gestern erst relativ spät weggekommen. Ich musste noch ein bisschen was arbeiten. Ja, wenn man selbstständig ist, ist das immer ein bisschen problematisch. Da waren noch ein paar kurzfristige wichtige Sachen, die ich erledigen musste. Und da bin ich erst gegen 12 rausgekommen. Aber nicht schlimm. Gestern war auch schön. Ich habe mich mal warm gefahren und mal die Strecken ein bisschen wieder inspiziert. Ja, ich bin ja schon ein halbes Jahr nicht mehr hier gewesen. Und war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Ich war gestern Abend so platt, dass ich um 9 Uhr müde war. Ich habe gar nichts mehr gemacht. Heute habe ich vor, heute ja, auf jeden Fall fahren. Ich habe auch hier schon, wie ihr seht, mir alles an Bike-Klamotten zurechtgelegt. Mein Helm, meine Klamotten, mein Protektor, mein Rückenprotektor. GoPro-Halterung, ganz wichtig, dass ich euch mitnehmen kann. Ja, und woran man merkt, dass man älter wird, Tape und Pads, Wattepads, und zwar brauche ich die. Ich habe an der Hand ein Überbein am Finger und das tut höllisch weh, wenn ich da fest den Lenkergriff, also wenn ich den Lenker festgreife, ja, da muss ich immer das Überbein polstern, wenn man alt wird. Ja, und woran man noch merkt, dass man alt wird, dass man, bevor man irgendwo hingeht, immer schaut, dass man seine Lesebrille dabei hat. Ja, dann würde ich sagen, oh, die Glocken läuten. Dann würde ich sagen, ich mache mir jetzt mal einen Kaffee und ich muss noch was am Bike machen. Mir ist nämlich gestern aufgefallen, dass an meiner Bremse der vordere Bremszylinder nicht richtig zurückläuft. Das heißt, die Bremse schleift manchmal beim Fahren, ohne dass ich sie ziehe. Aber ich habe ja meinen Ständer dabei und da kann ich unten ein bisschen schrauben. Ich hoffe, dass es nichts Wildes ist. Und dann, ja, dann werden wir heute einen richtig coolen Tag zusammen haben. Bis später. So, jetzt wird mal richtig gut gefrühstückt, dass ich auch gut untergelegt habe für den Tag heute. Frühstück ist für mich sehr, sehr wichtig. Ja, wenn wir nachher unterwegs sind, filme ich wieder mit der GoPro. Ich hoffe, dass die Qualität besser ist als auf der Hinfahrt, weil ich glaube, dass es an der Helligkeit im Auto lag. Es war einfach zu dunkel für die GoPro und die hat halt so einen kleinen Sensor. Und dadurch, dass sie so einen kleinen Sensor hat, ist die nicht sehr lichtempfindlich. Und dann wird quasi die ISO, das heißt die Lichtempfindlichkeit des Sensors, hochgeschraubt. Und dadurch wird alles pixelig. Also ja, aber ich habe gestern mal eine Testaufnahme gemacht mit der GoPro draußen. Und das sieht gut aus, das ist okay. Es ist natürlich keine so gute Bildqualität wie jetzt von hier der Kamera, von der großen, aber die große Kamera kann ich halt nicht mitnehmen. Ja, ich frühstücke jetzt mal fertig und dann gehen wir runter und reparieren kurz die Bremse. Der Plan ist, ja, heute Morgen um 8:30 direkt, wenn die Bahn aufmacht, an der Bahn zu sein und dann ein paar Abfahrten zu machen und später rüber zum Platz zu gehen. Da zeige ich euch mal alles. Da ist alles aufgebaut. Da ist die Hölle los. Ich habe gestern auch schon so ein paar Bekannte aus der Mountainbike-Szene gesehen. Der Jasper Jauch ist da rumgelaufen. Und ich bin mal gespannt, wen man da so alles trifft auf dem Rummel. Da war gestern schon richtig was los. Aber ich glaube, heute wird es das nochmal toppen, weil heute ist noch richtig cooles Wetter angesagt. Ja, dann sehen wir uns später. Ich frühstücke jetzt mal fertig. Bis gleich.
jetzt bin ich ready. Ja, ich dachte eigentlich, dass ich die alten Bremsbeläge noch mal drauf mache, weil die, ich denke, bei den neuen Bremsbelägen ist es einfach so, dass sie sich einschleifen müssen und dass ich deshalb permanent dieses Schleifgeräusch habe beim Fahren. Aber die alten sind so weit unten, das macht gar keinen Sinn. Die sind komplett verschlissen. Jetzt muss ich halt mit dem Schleifgeräusch leben, bis ich die Bremsbeläge an die Bremsscheibe angepasst haben. Übrigens ist gestern wieder mein Motor im E-Bike ausgefallen. Das heißt, da kam wieder eine Fehlermeldung. Ich hatte schon mit meinem Händler gesprochen, aber der hat halt nur gemeint, ich soll es vorbeibringen und er würde dann den Motor einschicken. Aber wenn die den Motor einschicken, dann brauche ich dieses Jahr, glaube ich, also diese Saison mit dem Bike nicht mehr zu fahren. Ja, das ist blöd. Aber gut, ich hoffe, dass er noch hält. Hier ist es jetzt nicht so schlimm, weil hier haben wir ja die Bahn. Aber wenn du sonst irgendwo in den Bergen unterwegs bist und ja, der Motor dann ausfällt, das ist dann blöd. Da kannst du strampeln. So, aber ich würde sagen, wir haben jetzt 7:45. Um 8:30 machen die Bahn auf. Wir fahren jetzt vor, also hoch zu der einen Bahn und fahren auf den Berg. Und dann geht's los. Warte ich noch, dass er aufmacht. Da hinten stehen auch schon welche, die schon heiß sind aufs Fahren. Und dann fahren wir hoch auf den Berg und dann geht's ab. Ich freue mich. Wir haben die erste Gondel gekriegt. Richtig cool. Oh, was ein Wetter. Schaut mal hier. Wie geil ist das denn? Strahlend blauer Himmel. Ich glaube, das wird ein cooler Tag heute. Ja, wenn wir jetzt oben sind, dann zeige ich euch mal die große Karte. Da oben hängt eine große Karte. Da sind alle Trails eingezeichnet. Die sind nach Nummern, also die sind nummeriert. Und die sind auch nach Schwierigkeitsgraden farblich gekennzeichnet. Das heißt, grün ist ganz leicht, dann kommt blau, dann kommt rot und dann kommt schwarz. Und so weiß immer jeder direkt, ja, wie schwer dieser Trail ist oder wie schwer der sich halt fahren lässt. Wobei die schwarzen Trails hier, die sind nicht so krass, wie wenn man woanders schwarze Trails fährt. Also die sind eher grau hier. Aber trotzdem ist eine gute Sache mit den Schwierigkeitsgraden. So kann sich jeder nach seiner Lust und Laune orientieren. So, und jetzt fahren wir mal weiter. Wir haben noch ein bisschen bis da oben hin. Das dauert noch ein bisschen. Und wir sehen uns dann oben. Ich nenn's nochmal. Ich habe mir auch überlegt, ich lasse jetzt nicht einfach nur stupide die Kamera hier mitlaufen und fahre hier alle Trails ab. Ich glaube, das ist zu langweilig für euch. Moment, ich muss mal ein bisschen hier mich drehen, sonst sieht man mal mein Gesicht nicht. Ich glaube, das ist sonst zu langweilig. Ich drehe, lasse die Kamera mitlaufen und schneide dann später so die schönsten Szenen raus. Und schneide euch da was dann mit Musik. Ich glaube, das ist besser, als wenn ich stupide einfach nur die Strecken abfahre. Das wird extrem langweilig für euch, weil hier gibt es einfach zu viele Strecken. Das wäre dann auch einige Stunden Video. Okay, gut, dann bis später. Tschüss.
So, jetzt sind wir oben. Jetzt zeige ich euch mal hier die Karte. Das ist eine ganz große Karte und da sind alle Trails gelb, blau und auch rot und schwarz eingezeichnet. Und daran kann man sich dann orientieren, auf was man gerade Lust hat, ob man ein bisschen schwieriger will oder ein bisschen einfacher. Wir fahren jetzt erstmal die einfacheren Trails, blaue und rote. Und ja, der Einstieg ist da drüben, da fahren wir jetzt hin und dann geht's los. So viel zum Thema GoPro-Halterung. Da kauft man sich extra richtig teures Zeug und jetzt ist es abgebrochen. Das war's dann mit der 360-Grad-Aufnahme beim Fahren. Ich glaube, ich muss mir da was aus Metall organisieren. Ist natürlich auch gerade auf die Linse geknallt. Ich hoffe, dass das Bild nicht ganz so schlimm wird. Wenn nicht, muss ich die Linsen tauschen lassen. Was für eine Scheiße, ey. Guck mal. Gerade da abgebrochen an der Halterung. Naja, dann gibt es jetzt halt nur noch Aufnahmen von dieser GoPro hier. Vielleicht werden die 360-Grad-Aufnahmen auch besonders toll. Dann entschädigt das alles. So, das war die erste Abfahrt. War richtig cool. Und ich fahre jetzt wieder zur Gondel und wieder ab auf den Berg. Bis später. Hi, ich bin schon wieder aus der Gondel. Ich war jetzt kurz im Apartment
und habe die Drohne geholt. Wir fahren jetzt noch mal mit der Gondel hoch und fahren dann nur halb den Trail runter, weil zwischendrin gibt's eine Sesselbahn. Und die Sesselbahn bringt uns dann ganz hoch auf, ich glaube, das sind 3000 oder 2,8, 2,9, 3, so irgendwas in dem Dreh. Und da habe ich euch ja erzählt, da führt ein richtig geiler Trail runter. Aber wir fahren da hoch und dann fahre ich mit dem Bike nochmal höher, bis ganz oben auf dem Berg, so weit wie es irgendwie geht. Und dann packen wir mal die Drohne aus und machen ein paar coole Aufnahmen. Da habe ich echt richtig Bock drauf. Mal gespannt. Wir haben strahlend blauer Himmel. Das wird bestimmt cool. Ja, dann fahre ich mal weiter hier mit der Gondel und melde mich später wieder. Tschüss. Viele Grüße aus der Gondel. Nein, nicht aus der Gondel. Aus der Sitzgondel. Wie heißt denn das Ding hier? Keine Ahnung. Aber guck dir mal da vorne, da ist mein Fahrrad. Da vorne. Ja. Das Bike wird immer eine Gondel vorher eingehängt. Und das fährt dann quasi vor. Und wenn wir dann oben sind, und dann wartet das Bike auf mich. Und dann kann ich das wieder rausnehmen. Echt cool. Ja, guck doch mal. Da ganz hoch geht's jetzt. Und wenn wir oben sind, und dann melde ich mich wieder bei euch. Sind wir oben, aber hier stürmt es ohne Ende. Also hier ist zu viel Wind, hier kann ich leider die Drohne nicht fliegen lassen. Sehr, sehr schade, aber wir probieren es einfach morgen nochmal. Schaut euch mal um. Ja, sau cool. Wir probieren es morgen nochmal. Ich fahr morgen noch mal hier hoch und vielleicht haben wir dann ein bisschen weniger Wind. Jetzt nehme ich euch mit wieder runter ins Tal mit der Brustkamera. Jetzt gibt es ein paar schöne Aussichten. Der Trail, der schlängelt sich jetzt hier am Berg entlang und mit einem ganz tollen Panorama, was ich leider nicht genießen kann, aber ihr genießt's. Bis später. Tschüss. Thank you.
cool. Leute, Leute, das ist CrossFit. Das ist Ganzkörpertraining mit HIIT-Einlagen. Wow, jetzt wisst ihr, warum ich so gerne hier bin. Das macht so einen Spaß, ey. Und guckt euch das hier mal an. Was für ein geiles Panorama. Ich hoffe, ihr könnt das alles so, ihr seht das alles so auf der GoPro. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht, wie ich das sehe. Aber das ist einfach nur geil. Wenn du abends fix und fertig einfach nur noch ins Bett fällst, weil du so am Arsch bist, weil dir jeder Muskel wehtut, dann war der Tag gut und selten. So, ich ruhe mich jetzt hier noch ein klein bisschen aus und dann fahre ich weiter runter ins Tal. Bis später. Alles okay? Ja. Arsch. Oh Gott. Aber euch ist nichts passiert? Ich glaube, da kann ich dir jetzt auch nicht helfen, oder? Can I help? Okay. Waren gar keine Deutschen. Und ich mit meinem geschobenen Englisch. Der ist das Bike abgestürzt. Na, besser das Bike als er. Boah, das rumwickt. Ach, hier.
So, meine Lieben, ein schönes Wochenende geht zu Ende. Wir haben jetzt schon Sonntag und ich bin richtig viel Downhill gefahren. Ich hatte richtig viel Spaß. Ich werde heute auch noch ein paar Abfahrten machen. Ich hoffe, dass ich euch mit meinem Vlog ein bisschen mitnehmen konnte. Ich hoffe, dass die Abfahrten nicht ganz so langweilig waren. Ich habe sie versucht, ja, so ein bisschen zusammenzuschneiden, dass es nicht so langwidrig alles, wirrig alles wird. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit meinem Video. Und ich versuche jetzt nochmal hier die Drohne zu starten. Wir haben zwar immer noch sehr viel Wind. Ich bin wieder ziemlich weit hoch gestrampelt. Warte, ich zeig's euch mal gerade. Was heißt gestrampelt? Mit der Bahn gefahren bin ich. Hier, schaut mal, wie schön es hier oben ist. Ich bin nicht gestrampelt. Also so ein bisschen bin ich gestrampelt. Da unten ist die Bahn. Ich bin hier hochgestrampelt, aber mit Akku. Ja, schön, dass ihr dabei wart und mit mir mein Sölden-Abenteuer erlebt habt. Im August bin ich wieder hier, da freue ich mich schon drauf. Da habe ich aber den Campingplatz gebucht und übermorgen kann ich mein Wohnmobil abholen, meinen neuen Camper. Da freue ich mich so richtig drauf, weil ich war jetzt in der Pension, also in der Wohnung. Und das Blöde daran ist, da ich ja immer alleine unterwegs bin auf meinen Biketouren, weil meine Frau immer froh ist, wenn sie nicht mit muss, weil sie damit gar nichts am Hut hat. Und da bin ich immer gerne auf Campingplätzen, weil da knüpft man schnell Kontakte, man findet ruckzuck Leute, mit denen man zusammen fährt. Und wenn man halt so alleine in so einer Wohnung ist, ist es immer schwierig, da Kontakte zu knüpfen. Aber es ist nicht schlimm. Ich war zwar jetzt das Wochenende komplett alleine unterwegs, aber es hat mir trotzdem richtig viel Spaß gemacht. Und ich würde am liebsten noch ein paar Tage hier bleiben. Aber das geht halt leider nicht. Heute Nacht geht's wieder nach Hause, aber ein paar tolle Erinnerungen bleiben. Ja, schön. Ja, schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, noch einen schönen Tag. Ciao.